Never had a brain for trees. Slush puppy kids swap brain for freeze. ES the game changer. I change degrees. Cause a blizzard. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem MH26105 zu einer weiteren Folge ETS 2 Singleplayer. Diesmal mit der schönen Sony Styles Gaming. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, und wie ihr seht, sind wir in Frankfurt am Main. Wir waren ja letztes Mal irgendwo anders da. Das liegt daran, dass es einen riesen Patch gab für ETS 2. Das heißt, wir wurden wieder an unsere Stammwerkstatt geportet. Und wir nehmen jetzt eine Fracht an. Die zeige ich euch gleich mal. Wir fahren jetzt auch übrigens mit einem Volvo FH. So, ich muss noch kurz was schauen. Das war wieder so klar. Wieder Unfall oder was? Nee. So. Die Grafik ändert sich ständig. So. Anhängen, wir fahren Magnesium 22 Tonnen nach Karl Lissl. Kilometer. Ja, aber wie hast denn du das gemerkt, dass du so einen hohen Blutdruck hast? Ja, ganz einfach, weil sie gesagt hat, ich habe immer rotes Gesicht. Dann hat sie gemeint, ich habe was Alkoholisches getrunken. Habe gesagt, nein, ich habe nur Energy getrunken. Okay. Und dadurch. Ja, Energy Drinks sind gefährlich für den Körper, ne? Haben sie auch letztens im Internet gesagt. Na, und seitdem ist es für mich jetzt schwer, kein Cola, kein Fanta, Bier, sprich wo Koffein drin ist, ne? Das war zum Beispiel, was ich meine, ja. Darf ich nicht. Generell, ich darf zwar schon süßes, so ein bisschen süß Zeug essen, ja, aber nichts mehr Süßes trinken. Und das ist für mich einfach nur, ich hasse das. Ja, das ist eine Sucht, ne? Jetzt gib Gas. Mach, dass es grün wird. Jawohl. Und ich hasse sowieso Tabletten, diese Scheiße. Ja, wahrscheinlich wirst du aber nicht drum herum kommen, die zu nehmen. Wenn du Bluthochdruck hast. Solange das wieder auf einem normalen Dings ist. Ach, ja, sagst du. Achso, morgen kommt ja mein Ding, Was? Wie heißt's? Mein Repeater, hat man jetzt einen Repeater bestellt. WLAN-Repeater, was? Yep. Von Devolo? Nee, von AVW oder wie der Scheiß da halt. Also sprichst generell für Fritzbox-Dinger da. Okay. Da tut man in der Stecker reinziehen und der sendet angeblich, so wie es bei Amazon gestanden hat, 300 Mbits. Okay. Ich habe letztens einen von meiner Freundin, die Freunde. Die haben ihr Haus neu eingerichtet und da habe ich denen einen Repeater angeschlossen. Die haben einen von Devolo gekauft, so einen kleinen, der das WLAN-Signal verstärkt. Verstärkt. Ja, ich bin auch mal am Test. Ich habe ja gestern auch Konsole gespielt, ne, also PS4. Und bei manchen Sachen echt Wahnsinn. Das ist so krass, dass es in der Party echt so extrem leckt, also so richtiges Cyberlecks, ist unerträglich. Okay. Und die anderen hören mich auch lecken, ne? Und ich denke mir so,
Ja, aber im Internet liegt das nicht, das liegt eher an dem Service. Der ist mir jetzt nicht hinten drauf geeiert, oder? Ach, ich wollte schon sagen. Eva, das liegt, bei meinem Internet liegt es ja nicht. Ich bin ja hier auch gerade mit WLAN eingeloggt. Ja, aber was ist denn mit deinen Devo los? Haben die einen Knacks weg oder was? Keine Ahnung, ich habe die gestern mal vorsalb, ich habe sie auch mal auseinandergeschraubt, ne? Ja. Und geguckt, ob da vielleicht was innen drin was durchgebrannt ist oder so. Gar nichts. Okay. Sogar die Kabel sind alle noch in Ordnung. Die sehen zwar aus, dass da jemand drüber gefahren wäre oder so, ja? Aber die haben keinen Schaden, keinen Knick oder irgendwie drin irgendwas, nichts kaputt. Das verstehe ich jetzt gerade nicht, aber okay. Okay. Aber ich bestell mal kein Devolo. Also gehen wir gerade auf den PC, die Dinger sind so scheiß die Devolos. Da brauchst ja nur einen WLAN-Repeater, kannst du ja dann über die Konsole und dein PC ja. selber loggen. Ja, wird bei mir hier am Fenster sein, da wo jetzt gerade das Devolo der Stecker ist für die PS4. Denk dran, aber immer in die Wand stecken, ne? Ja. Die wird ja nur durchs Ding, durch Strom erzeugt. Also wenn ich echt mit dem Repeater gute Verbindung habe, ja, auf Laptop und auf Konsole, ja, dann brauche ich hier mich nicht mehr mit WLAN großartig irgendwie einloggen oder so ein Schissdreck. Oh, dieser LKW ist so ruhig, Alter. Ich habe letztes Mal die Folge gesehen, Tobi, du Depp, ne? Erstmal 50 Meter gebremst, bis der LKW an der Ampel, hinter der Ampel zum Stehen gekommen ist. Jetzt bald kommt unsere Toilettengeschichte, Tobias. Ich hab die Folge noch gar nicht richtig angeguckt, also komplett voll, hab die Viertelstunde geguckt. Okay. Da geht über 40 Minuten, was du hochgeladen hast. Ja, kann sein, ja. Eine 40 Minute noch was. Schöne Windräder, Einkommen 3518. Euro von Ludek H. Ich glaube, wir sind gerade bei Part 180. Ich glaube, ja. 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 Ich habe heute Part 178 hochgeladen und habe noch einen Part. Ich hab nichts mehr zum so als. Ich werde, wenn ich mal den Repeater habe und ich habe stärkere Verbindung jetzt momentan als drei Balken jetzt, dann können wir von mir aus morgen aufnehmen, weil kann sein, dass eventuell Dienstag und Mittwoch nicht kann. Dienstag bin ich. Kann sein, dass ich morgen erst um 7 Uhr so da bin. Kann sein. So sagt er aber okay. Nochmal Bescheid. Aber hoffentlich nicht so wie letztes Mal, dass um 8 Uhr sich meldet. Oh Scheiße, ich hab's total vergessen. Ja, ja. Das war so behind. So, Einkommen. Ihr seht ja, wie viele Leute ich hier hab. Ich denke nur Geld so. Bringen. What the fuck, da meldet sich ja ewig nicht. Was ist da los? Ja. 1000 Kilometer noch? Ja, ich glaube, habe ich schon gesagt im letzten Part, liebe Zuschauer, dass die Folgen jetzt immer eine halbe Stunde lang sein werden von ETS 2. Ich weiß das nicht. Das hast du viel früher vorher gesagt. Okay, dann. Alles klar. Dann hast du gesagt, dass die Parts 20 bis 30 Minuten lang werden und ja. Kommt drauf an, wie du Zeit hast und so. Glaube ich, hast du mal gesagt. Ja, kann sein. Ich kann mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Ja, wenn man so viele Projekte hin im Kopf hat und das und das und jenes und dann kommt's nächste. Tja. Und meine Projektliste, die ihr übrigens in der Videobeschreibung sehen könnt, die ist schon wieder so voll. Das ist Wahnsinn. Da kannst du Kopfschütteln. Das ist ah ja. Hört man mich jetzt eigentlich lauter oder nicht so? Doch, man hört es gut. Ja, okay, weil ich gerade hier auf der Couch ist, hock, also ganz nah am Laptop, hast du ja gesehen. Ja. Sonst hocke ich normalerweise. Linker hört sich auch anders da an. Licht haben wir an, oder? Ja. Die Folge, wo du gehabt hast, Tobi du Depp, ne? Oder Tobi der Depp, ne? Die ist ja uralt, hey, da hast du noch geredet über Peggy Gay und so. Ja, ja. Ich hab's auch gesehen heute Mittag. Ich denk, bist du. Hä? Naja. Okay, alles klar. Die ist 2 Jahre alt, die Folge. Nicht älter? Nee, 2014. Waren wir denn 2013 drin, ne? Und sind 14 rausgekommen? Ach, ich weiß ich nicht mehr.
Ja, waren wir nämlich schon so. Pickle Guy! Der, den habe ich immer noch in der FA bei PlayStation, der spielt NBA 2K 16. Ja, wie immer. Oder COD. COD spielt er momentan überhaupt nicht. Gar nicht mehr. Ah, morgen wird es bei euch auch nicht schön. Ich habe nämlich auf der Wetter-App geguckt in Darmstadt. Momentan ist es bei uns gerade schön. Ja, aber morgen gibt es bei euch 80% Regenwahrscheinlichkeit. Okay. Montag. Bei uns ist auch nicht anders. Und es ist jetzt immer noch schwarz und die Sonne scheint. Das sind verstehe ich nicht, aber okay. Ich gucke hier aus dem Balkon, da scheint die Sonne. Gucke ich hier links Richtung Bad, da ist alles dunkel. Und was mich noch aufregt, ist dieses scheiß Wetter, das kann man in Afrika irgendwo regnen. Da brauchst du das Wasser und so weiter. Ja, genau. Und hier, ja, und hier regnet es fast 3-4 Wochen lang. Also irgendwann reißt es mal. Ja, bei nichts gegen Regen, aber wenn es dann hier von wegen 15 Tage oder länger geht, also. Ach, Leute, haben wieder irgendwie Werbung unter meinem Video gemacht. Oh. Diese Leute sind schlimmer als Spam-E-Mails. Jedes Mal muss man sich die Arbeit machen und muss löschen. Bei mir heute auch. Ich habe doch dieses Video von Black Ops doch hochgeladen, ne? Und da hat einer geschrieben, gutes Video, erstmal ein Like. Ne? Naja, und war kein Like, ne? Naja, Spasten, Alter. So Leute, die gehören geschlagen, Alter. So richtige. Das ist schlimmer als ekelhafte Spam-E-Mails, Alter, weißt du? Ja. Ah. Und dann sowieso, nicht denkst du da so, ich sehe auf dem Handy während der Arbeit, bup, du hast einen Kommentar, denk mir so, okay, ich guck dir mal ein, wenn ich heimkomme, ne? Guck sie mir an und dann sind es immer so Nachrichten wie, hey, dein Video ist super klasse, toll, von der 1A, kriegst ein Like und ein Abo. Kein Abo, kein Like und tschüss. Richtige Zigeuner. Ich meine richtig, nur wenn man Videos macht und man hat mehr Abonnenten als erwartet, ne, dann fangen es richtig an zu geiern. Sogar bei Monza haben sie es versucht, ne? Ja, ja. Richtige Geierkamera, ne? Wahnsinnig. Ist alles nur noch Kommerz-YouTube. Viele haben auch schon ein Video gebracht. YouTube ist momentan nur Scheiße drauf. Ja. Die Beauty-Tipps und was weiß ich, schlag mich tot. Das Einzige, was normal sind, das sind so Let's Plays oder Commentaries oder sonst irgendwie was so in der Art. Ja. Aber der Rest nur Schießtrick. Naja. Oh, Windräder. Amsterdam, Groningen, Amsterdam, Bremen, Osnabrück. Wo muss ich raus? Oder muss ich da raus? Ich muss da raus. Sehr schön.
So, gemütlich hier die Landstraße eiern, auf die ich gar keinen Bock habe. Warum ruckelt es denn jetzt? Keine Ahnung. Ah, jetzt geht's wieder. Ach Mann, ey. So, immer schön geradeaus. Was? Der überholt einfach der Bus. Jetzt überholt der nächste. Ja, tut mir leid, dass ich nur 60 fahren darf. Tun sie sich alle auf NFS-Art überholen oder was? So, der nächste willst du auch noch? Komm, ich bremse mal ab, dass du vorbeikommst. Willst du auch noch? Auf! Holland! Komm! Darf es auch überholen? Ja, der traut sich nicht. Der überlegt sich das lieber zweimal. Auf, du darfst auch überholen, trau dich. Jetzt darf er nicht mehr. Pech gehabt. Haben die jetzt eigentlich Frankreich ausgebaut? Jetzt mal so rein informativ. Reims, Dijon? Nee, haben sie nicht. Okay. Weil da irgendwas über French Update hieß. Ach nee, das ist eine enge Auffahrt. Was? Unfall verursacht? Ja, du Zigeuner, fährst einfach raus! Bestimmt direkt vor die Na bestimmt direkt vor der Nase abgebogen, oder? Oh Mann, ey. Jetzt habe ich 1% Schaden an der Fracht. Ich höre dich ganz leise, Tobias. Darauf lasse ich erstmal einen Furz. Okay, jetzt müssen wir lauter hören, oder? Ja. Okay.
weiß nicht, wie das jetzt ist, aber irgendwie hat er bei mir die Kopfhörer und das Membraner gleichzeitig aktiviert, warum auch immer. Okay. Ich habe jetzt einfach. Tobias, geh mal auf den Task Manager. Hm? Ja. Geh mal auf Autostart. Wo ist denn das? Ah ja, okay. Und mach mal dieses Elgato Line aus. Elgato Sound Capture Try steht bei mir. Ja, ich guck gleich mal, wie es bei mir heißt, aber das ist es, glaube ich. Und dann hast du diese Probleme nicht mehr. So, hab's jetzt deaktiviert. Okay. Nehme ich sowieso sehr selten, von dem her. Ja, ich wollte es nur sagen, aber da hast du diese Probleme nicht mehr. Jetzt nehmen wir. Was ist denn überhaupt dieses Sound Capture? Was soll das weiß bringen? Ich, was weiß ich, Tobias. Vielleicht einfach nur, ich habe nur gesehen, dass man das irgendwie so einstellen kann, dass man TeamSpeak aufnehmen kann und so weiter. Okay. Mehr weiß ich nicht. TeamSpeak oder Ingame Sound oder Skype kannst du sogar damit aufnehmen. Okay. Total unnötig eigentlich. Aber Game Capture soll man machen, die bringen ja, die wollen immer alles besser, besser, besser machen. Hau Updates raus, so einmal im Monat. Ja. Ich freue mich schon, wenn ich morgen den Repeater bekomme. Also wenn das Ding echt besser sendet als jetzt momentan die Verbindung hier mit dem Lappy, mit drei Strisse, da können wir immer ohne LAN-Kabel immer aufnehmen. Ja. Was hast du dafür bezahlt? Für den Repeater 30 Euro. Ja, geht eigentlich. Ja. Muss natürlich auch noch das Ding dazu zählen, ne? Versandkosten, ganze ja, Scheiß bei Amazon. Bei Devolo kostet das genau dasselbe. Ja, aber bei Amazon ist es doch kostenlos ab 30. Ja, aber meine Mutter hat Amazon Prime, also es kommt am Montag schon, am Morgen schon. Okay. Wir haben es am Samstag bestellt. Ah ja, dann. Wenn ich es bei Amazon normal bestelle, wird ohne Prime, dann warte ich 2 bis 3 Tage oder länger sogar. Ich trinke aber so gern Cola und Fanta und so. Weißt du, das ist für mich einfach. Du kennst ja das Gefühl, du holst dir zum Beispiel einen Döner, ja, hast mal Bock auf eine Cola, willst dir eine Cola holen, dann schmeckt es super, ne? Döner mit Wasser. Ja, wow, super. Das ist wie dass wir ein trockenes Brot essen würden. Das ist wie wenn du bei McDonald's Cola Light bestürzt. Ja, genau, bei McDonald's eben. Das Cola schmeckt wie Wasser. Tut mir leid, es tut mir echt leid. Ich war mal zum letzten beim McDonald's vor 2 Jahren. Vorher war es noch nicht. Ist auch so teuer geworden. Ah ja, die machen sogar hier in La haben sie jetzt inzwischen einen 24-Stunden-Service. Okay. Für Menü 8 Euro und eine halbe Stunde später hast du wieder Hunger. Mhm. Und das Beste ist ja, ne? Da kannst du ab 2 Uhr morgens einen Hamburger bestellen, um 2 Uhr morgens. Ja, wer kauft sich um 2 Uhr morgens um die Uhrzeit bitte einen Hamburger? Besoffene, also ich besoffene nicht. Leute. Ich nicht, da penne ich. Ich kann mir das vorstellen, weil ich so, voll Hacke, komm, wir gehen erstmal zu McDonald's und hol immer Hamburger um 2 Uhr morgens. Jetzt weiß ich auch, warum in Amerika die ganze Leute dick wäre. Das ganze Fastfood-Zeug, was die da gibt, was alles gibt dort. Ah ja, klar. Mhm. Hast du das Video eigentlich angeguckt, wo ich dir geschickt habe? Oh, hör mal auf. Das war ein bisschen als Humor gedacht, ne? Das hat ja, meine ja. Mutter auch so
so geschickt. So fühle ich mich heute. Zwischendurch so einblende im Let's Play. Weekend! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, wir sind gleich an der Fähre. Wir fahren auf jeden Fall noch bis zur Fähre. Und dann ist der Part auch schon zu Ende. Wir haben nämlich schon 25 Minuten aufgenommen. Um einiges kürzer, wenn du mit mir aufnimmst, ist fast eine halbe Stunde. Dreiviertel Stunde. Kommt drauf an, wo wir hinfahren. Ja. Ey, ich hab auch schon wieder ewig kein ETS oder ATS mal. Oh, ich bin zu schnell, ich bin zu schnell. Oh, scheiße, oh, scheiße, oh, scheiße. Oh, oh. Ey, ist Wahnsinn, bei euch, wenn ich hier auf der App gucke, bei euch noch Sonnenschein, bei uns ist schon wieder fast dunkel. Ums Tippene. Okay. Nee, wenn ich dein Fenster angucke, bei euch scheint die Sonne uns zu. So schön gerade. Ja, seh's. Bei uns gar nicht. Bei uns ist alles, der ganze Himmel, alles bedeckt mit grauen Wolken, ey. Und weißt du, was das Beste ist? Ich darf morgen mit dem Fahrrad fahren bei dem Scheißwetter. Die ganze Woche. Läuft bei dir. Weil wie scheiße ist, bis ins Geschäft brauchst du 25 Minuten mit Fahrrad. Sprich, das sind 25 Minuten jeden Tag, einmal hin, einmal zurück, also sagen wir mal fast eine Stunde, ne? Und das sind, ich muss insgesamt 8 Kilometer fahren mit dem Rad, ne? Bis ich im Geschäft bin. Läuft. Warum juckt denn mein Ohr grad? Ah! Du? Naja. Okay, dann kann es sein, dass vielleicht vom Wasser kommt. Bei mir auch. Wenn Wasser im Ohr ist, fängt an so richtig blöd zu jucken. So, 50 dürfen wir fahren. Bis zur Fähre. Am besten ist es, wenn du so, wo müssen wir denn hin? Warte mal. Oh. Wir müssen nach Newcastle upon Tyne oder was? Ach du Scheiße. Das hört sich mehr so nicht polnisch an. Das ist Englisch. Ja, was ist das für ein Ort? Also was sprichst du Stadt? Was war's dann, Ische? So, 30 dürfen wir hier nur noch fahren. My English is very, very good. Nicht. Nur Spaß. So, links. War scheiße, aber. Links da rein. Ach so, das passt jetzt zwar nicht zu deinem Let's Play, aber ich hätte eine technische Frage. Nein. Das hat nichts mit Laptop zu tun. Nein, Spaß. So, warte mal kurz, ich muss hier kurz nochmal gucken, was kommt. Eingabe. So, ganz da nach oben. Aufbrechen. So, jetzt. Du kennst doch diese Soundbox, ne? Ja. Die nennt sich Bass Soundlink Mini 2. Ja. Das ist so eine kleine Bassbox, also sprich Musikbox, wo du über Bluetooth hören kannst mit Handy, ja, und so weiter, ne? Ja. Und meine Mutter kriegt es eben irgendwie nicht hin. Ich habe es auch versucht mit allen Mitteln. Und zwar, wenn die diese Box verbindest, ja, steht da unten rechts bei ihrem Laptop steht dann Lautsprecheinrichtung. Und es kommt immer wieder. Okay. Macht man das nicht mit dem Smartphone, diese Box? Doch schon, aber sie lässt es über den Laptop laufen, weißt du, über Amazon Musik, weißt du? Ja, ja. Da kann man die Box immer mitnehmen, in jedem Haus dann mitnehmen, sogar nach draußen. Ja. Und es geht bei ihrem Laptop irgendwie nicht, das spastet immer rum. Boah. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß, wie man es mit dem Smartphone verbindet, aber mit was mit dem PC verbindet. Boah. Das Problem, es geht schon mit dem PC. Aber komischerweise spielt er dann die Musik nur auf dem Laptop ab und nicht über das Gerät. Das verstehe ich nicht ganz. Okay. Wir haben es gestern echt 2 Stunden versucht. Wir haben das Gerät getrennt vom Laptop. Wir haben der Treiber deinstalliert, wieder neu installiert. Alles drum und dran, ne? Nein. Ihr müsst es auch als Standardgerät auswählen in der Wiedergabegeräte. Haben wir ja gemacht, aber funktioniert. Was macht der da? Erstmal Unfall bauen. Ja, der sticht da in den Kreisel rein, Alter.
6% Schaden an der Fracht, du Hurensohn. Ja, und damit würde ich sagen, nach dem kleinen Rage, stelle ich mich jetzt mal hier hin. Hier so, hier ist perfekt, hier. Und erstmal eine Pause machen. Jetzt machen wir erstmal eine Wässerpause und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao Leute, euer MH26195. Und euer Sony Salz Gaming. Tschüss.